Willkommen bei Cooper Cup. In der heutigen Folge soll es um das Mikroskopieren gehen. Viele von Ihnen werden in ihrer Schulzeit oder in ihrer Jugend schon mal mit dem Thema in Berührung gekommen sein, aber oft hat man dann das Interesse relativ schnell daran verloren, weil man eben entweder nicht die technischen Möglichkeiten hatte oder weil man sich eben nicht weiter mit dem Thema beschäftigt hat. Ja, oft fängt man auch mit dem Ganzen etwas zu früh an. Für Kinder ist diese Welt zwar im ersten Moment faszinierend, aber ich sag mal so, den richtigen Einstieg bekommt man doch eigentlich erst, wenn man erwachsen ist und dann auch irgendwo so ein Verständnis für das Ganze hat. Wenn Sie einmal in Ihrem Leben auf so einen einzelnen Wassertropfen aus einem Teich zum Beispiel geschaut haben und sehen, wie viele Lebewesen sich in diesem einen einzigen Wassertropfen befinden, dann sieht man die Welt plötzlich mit ganz anderen Augen. Das Mikroskop kann aber nicht nur für biologische Zwecke verwendet werden. Ich persönlich zum Beispiel benutze es beim Metallsuchen, wenn ich dann zum Beispiel meine Objekte anschließend, die ich gefunden habe, untersuchen möchte, ob die handgemacht sind oder ob sie maschinell hergestellt worden sind. Dafür benutze ich dann ein Stereomikroskop, weil es ja oft Gegenstände sind, die nicht durchsichtig sind. Aber da komme ich jetzt gleich nochmal drauf. Und ja, oder wenn ich zum Beispiel Elektronik löten muss bei der heutigen SMD-Elektronik, die so klein ist, dass man mit dem bloßen Auge eigentlich teilweise die Bauteile gar nicht mehr richtig sehen oder erkennen kann, dann macht man das Ganze eben auch unter dem Mikroskop. Grundsätzlich gibt es verschiedene Systeme der Mikroskope. Da wären zum Beispiel die Durchlichtmikroskope, das sind die, wie wir sie aus unserer Jugend kennen, also ein Mikroskop, wo unten eine Lichtquelle sitzt und das Objekt, was ich mir anschauen möchte, muss transparent sein. Das heißt, das Licht muss hindurchfallen können, damit ich dann oben durch die Linse vergrößert sehen kann. Des Weiteren gibt es noch die Stereomikroskope. Die funktionieren ein klein bisschen anders als die normalen. Hier geht es also immer mit Auflicht. Ich habe also immer das Licht von oben. Und so kann ich eben auch Objekte anschauen, die nicht durchsichtig sind, wie zum Beispiel, ich sage jetzt mal, eine Münze oder ein Stein oder eine Versteinerung oder ähnliche Sachen. Bei vielen gibt es auch zusätzlich noch ein Durchlicht von unten. Aber hier geht es hauptsächlich darum, dass ich mir Objekte anschauen kann, bei denen ich keine ganz so große Vergrößerung brauche, aber dafür das Bild räumlich sehen kann. Wie der Name Stereomikroskop schon sagt, ich habe also links und rechts ein unterschiedliches Bild. Ich habe auch dadurch, dass ich eine etwas kleinere Vergrößerung habe als bei so einem Mikroskop, die Möglichkeit, einen größeren Bereich scharf zu stellen. Also gerade bei Objekten, die eine etwas höhere Höhe haben, ich sage jetzt mal zum Beispiel, wenn Sie sich Kristalle anschauen möchten, die möchte ich natürlich im kompletten Scharf abgebildet bekommen. Das wäre jetzt mit so einem Mikroskop gar nicht möglich, weil hier ist also nur eine sehr schmale Schicht, die wirklich scharf dargestellt werden kann. Schauen wir uns einfach mal die Bilder an, die man mit solchen Mikroskopen machen kann. Ich fange erstmal mit den kleinen Mikroskopen, mit den preiswerten an, dann mit dem großen und auch mit dem Stereomikroskop. Und ja, ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei. Das ist jetzt sowas, was ich um die 200 € bekomme. Das ist ein digitales Mikroskop, das heißt, es hat jetzt gar keinen Sucher, sondern es hat gleich oben einen Monitor, mit dem ich hier auch Standbilder oder Filmaufnahmen machen kann, wo man sich das Ganze also schon direkt anschauen kann und zwischenspeichern und so dann sein Erlebnis auch mit anderen Leuten teilen kann. Das eröffnet auch eine ganze Menge Möglichkeiten, weil man sich eben auch in aller Ruhe nochmal alles anschauen kann, was man vielleicht auf die Schnelle nicht gesehen hat. Das ist ein recht einfaches Mikroskop zwar, hat aber alle wichtigen Funktionen eigentlich drin. Ich habe hier meinen Objektivrevolver mit verschiedenen Objektiven und Vergrößerungen. Ich kann hier digital oben auch nochmal vergrößern, wenn ich möchte. Hier seitlich wird die Schärfe eingestellt. Das kann man jetzt hier oben im Monitor schön sehen. Und hier habe ich meinen Kreuztisch, mit dem ich das Objekt nach links und rechts und vorne und hinten verfahren kann. Das brauche ich bei einem besseren Mikroskop auf jeden Fall, weil mit der Hand kann ich hier kaum noch was machen. Wenn ich mich ein klein bisschen hier dran stoße oder irgendwas bewege, dann ist sofort das Bild aus dem Fokus, also aus dem Bildbereich, verschwindet mein Objekt dann gleich und so kann man halt eben nicht arbeiten auf Dauer, ne? Also man hat hier noch ein bisschen mehr Möglichkeiten. Ich kann hier auch die Helligkeit einstellen und ich habe sogar die Möglichkeit, bei diesem Mikroskop hier ein Auflicht zu schalten, das sieht man jetzt. Jetzt habe ich das Licht von oben. Allerdings muss ich jetzt sagen, in dem Fall ist das Objekt ja zu dunkel, als dass ich da jetzt noch groß was erkennen kann. Deswegen klappt es jetzt bei der Vergrößerung sowieso nicht. Eine kleineren Vergrößerung machen. Ja, und dann kann man Objekte auch von oben beleuchten. Hier lassen sich also auch, wie gesagt, zum Beispiel von der Münze oder von einem kleinen Steinchen, lassen sich auch Bilder machen, obwohl das Objekt nicht transparent ist. Alle folgenden Aufnahmen wurden jetzt mit diesem Mikroskop gemacht. Also das jetzt zum Beispiel hier ist ein Rädertier. Die Videoqualität ist nicht so toll, die liegt bei 480 mal 640 Bildpunkten.
Das ist halt eher so eine Nebenfunktion. Die Fotoqualität ist deutlich besser. Das ist jetzt ein Foto davon. Hiermit kann man schon wirklich was anfangen. Und das hier ist ebenfalls ein Rädertier. Man muss dazu sagen, es gibt etwa 2000 verschiedene Rädertiere. Also es ist also nur eine Untergruppe und allein in der gibt es etwa 2000 verschiedene Sorten. Dann kann man sich vorstellen, da ist natürlich ein Riesenkosmos vorhanden innerhalb von so einem kleinen Wassertropfen. Die Großaufnahme wie jetzt ist bei 400-fach. Das jetzt hier ist ein Pantoffeltierchen. Auch hier ist die Vergrößerung bei 400-fach. Das ist ein Bärtierchen. Das ist jetzt eine 100-fache Vergrößerung. Wie gesagt, die Qualität ist nicht so beeindruckend. Da lässt sich natürlich noch deutlich mehr rausholen mit einem größeren, besseren Mikroskop und mit einer besseren Kamera. Aber das sehen Sie dann im zweiten Teil von dieser Videoserie. Diese Bärtierchen sind übrigens schon mehrzellig, sind also keine Einzeller wie jetzt das Pantoffeltierchen davor. Hier sieht man es bei 400-facher Vergrößerung, da kann man schön die Mundwerkzeuge auch vorne dann noch erkennen. Wie so eine kleine Krone ist die Mundöffnung. Und auch die Krallen an den Füßen. Also man bekommt selbst mit so einem einfachen Mikroskop schon wirklich beeindruckende Bilder zustande. Das ist jetzt der Stern von einem 20-Cent-Stück. Wenn Sie sich das unter einer Lupe mal anschauen, da sind am Ende von den Strichen so kleine Sterne. Das ist ein Katzenhaar. Die sind ganz charakteristisch mit dieser, ja, so ein Aufbau, der aussieht wie eine Palme. Das jetzt hier ist ein Querschnitt von einem Ast, von einer Fichte. Das Silberne hier, das ist Bleistiftabrieb auf Papier. Das sind die Augen von einer Spinne. Das waren jetzt alles Auflicht-Mikroskop-Bilder, die mit dem Auflicht gemacht wurden. Das ist eine Nadelspitze. Das hier ist von einer Zwiebel, eine Zelle und der Zellkern, das ist das blaue rechts, dieser blaue Fleck. So, und hier sind wir bei einem Rudertier, einem Ruderflohkrebs sozusagen. Der hat hinten schon Eier an seiner Seite, links und rechts dran, das heißt, da schlüpfen demnächst neue. Das ist die Hülle von so einem Ruderflohkrebs. Die müssen sich häuten und das ist eine von diesen Häuten, die dann übrig bleiben. Kommt doch gleich nochmal ein Foto davon. Da sieht man schon den scharfen Unterschied bei dem Foto zu dem Video. So, und hier haben wir noch ein Glockentierchen. Die sind sehr klein, das ist also auch bei 400-facher Vergrößerung und selbst die ist jetzt nochmal rangezoomt digital. Also, ich sag mal, im Prinzip hätte ich hier etwa 800-fache Vergrößerung, wenn man das jetzt so sieht. Ist natürlich auch die Bildqualität, wie gesagt, entsprechend schlechter. Die kleinen Punkte, die da rumschwirren, sind übrigens Bakterien. Wie gesagt, mit einem großen, teureren Mikroskop lässt sich da deutlich mehr rausholen und ja, die Bilder, wie gesagt, gibt es dann in dem nächsten Teil. Da stelle ich dann mein großes Mikroskop vor, da zeige ich dann noch ein bisschen, wie das bei dem funktioniert, denn die Bedienung von dem ist dann auch etwas komplizierter, da muss man auch ein bisschen mehr zu wissen und da kann man dann wirklich professionelle Bilder rausholen. Der kurze Zusammenschnitt am Ende von diesem Video, der auch gleich am Anfang vom Video kommt. Das sind also Bilder von meinem großen Mikroskop. Die sehen Sie dann, wie gesagt, im zweiten Teil. So, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich hoffe auch, dass ich Ihr Interesse wecken konnte. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und es würde mich freuen, wenn Sie wieder reinschauen. Bis dann, auf Wiedersehen.